Hilfsbereites Niederösterreich auf Radio Arabella. Seit 40 Jahren gibt's den Drogeriemarkt DM in Österreich und das feiert die Kette auf eine äußerst schöne Art und Weise. Für jedes Jahr wird ein gemeinnütziges Projekt angegangen. Das sind also insgesamt 40 Aktionen in ganz Österreich. Eine davon war gestern der Benefizlauf in Amstetten. Meine Kollegin Petra Ebenhöh hat zuerst angefeuert und dann mit der DM-Gebietsmanagerin Barbara Lindner geplaudert. Jetzt sitzen schon alle gemütlich zusammen und feiern. Vor ein paar Stunden war das noch nicht so, da ist hier kräftig gesportelt worden. Was war denn hier los? Genau, wir haben einen Benefizlauf für die Malteser Kinderhilfe organisiert. Wie ist es denn gelaufen? Es ist fantastisch gelaufen. Wirklich, alle waren mit Eifer, Motivation dabei. Und in Summe haben wir 7.830 Euro errannt und ich durfte die Summe auf 10.000 Euro erhöhen. Wem kommt denn das Ganze zugute? Der Malteser Kinderhilfe, Hilde Umdaschhaus, die profitieren von diesen Geld und können somit für ihre Kinder wieder neue Anschaffungen machen. Was ist denn das Hilde Umdaschhaus genau? Das Hilde Umdaschhaus ist ein Haus, das eben Kinder liebevoll betreut, die eben eine lebensverkürzende Diagnose haben. Und sie haben auch Kinder dort in Kurzzeitpflege, wo die Eltern dann für kurze Zeit entlastet werden. Und es läuft dort alles sehr familiär ab und das ist einfach das Wunderschöne. 10.000 Euro sind so zusammengekommen. Respekt und Dankeschön. Radio Arabella, 100% Niederösterreich.